Was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserer F1 2020 MyTeam-Karriere. Wir sind heute beim vierten Rennen unserer sechsten Saison und zwar in Barcelona beim großen Preis von Spanien. Und heute ist echt ein verdammt wichtiges Rennen für uns. Beim letzten Mal in Zandvoort haben wir ja ein bisschen versagt. So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Und von daher wird das heute verdammt entscheidend sein, stark zurückzukommen und zumindest mal wieder mit den Top-Jungs mitmischen zu können im Rennen und auch im Qualifying. Ich hoffe, das gelingt uns. Fangen wir direkt an mit dem Zuweisen von ein paar Aktivitäten. Allzu viel Freizeit haben wir gar nicht bis zum kommenden Rennen. Was machen wir denn da am besten? Das hier würde ich vorschlagen, ist eine gute Sache. Dann spulen wir auch schon die Zeit vor. Bis zum Rennwochenende in Spanien. Upgrades oder so, wie schon öfters erwähnt, haben wir ja keine mehr, die wir machen können. Ein paar von euch haben nämlich in den Kommentaren vermutet, dass wir uns hier beim Motor noch ein Upgrade holen können, weil ja dort beim Antrieb steht 22 von 23, das heißt, eins fehlt noch logischerweise, aber das ist nur so ein kleines hier, was man sich selber gar nicht holen kann. Diese kleinen, die man hier sehen kann und auch bei der Strapazierfähigkeit, die kommen jeweils vom Motorenhersteller automatisch, also in unserem Fall von Renault, da haben wir selber keinen Einfluss drauf. Ja, das nochmal zur Klarstellung, weil da einige Leute sich unsicher waren, ob es wirklich noch eins gibt, was wir uns selber holen können, aber nein, das ist nur dieses kleine dort. Und dann gibt es noch eine Sache, ich frage mich, ich habe mir das gerade schon angeschaut und ich frage mich so ein bisschen, ob vielleicht Mercedes und Ferrari langsam auch ein vollgeupgradetes Auto haben. Ich meine, die sind so nah an uns dran und haben jetzt aber auch seit ein paar Rennen schon nicht mehr geupgradet, von daher könnte ich mir vorstellen, dass auch die mittlerweile das Limit erreicht haben, was das angeht. Und falls nicht, dann kann da auf jeden Fall aber nicht mehr viel fehlen. Ich frage mich so ein bisschen, was Red Bull macht. Die waren in der letzten Saison ja das überragende Team, haben sogar die Konstrukteurs-WM gewonnen und auch die Fahrer-WM. Aber in der Saison sind die ganz schön zurückgefallen, sind nur noch das viertbeste Team. Und das auch schon mit einem relativ großen Abstand zu Mercedes und Ferrari und zu uns natürlich auch. Also das ist, das wird interessant zu beobachten sein. Und natürlich gibt es immer noch Haas, die, ja, grandios upgraden, also genau so muss man das, glaube ich, machen, wenn man erfolgreich sein will. Das ist wirklich, das kann man keinem erzählen. Haas ist mittlerweile von Williams so weit weg fast, übertrieben gesagt, wie Williams von uns. Also okay, das stimmt nicht ganz, aber mehr oder weniger. Das ist einfach nur heftig, keine Ahnung, was die machen. Oh nein, jetzt geht das hier schon genauso los wie zuletzt in der Fahrerkarriere, oder was? Wir sollen am Ende des Rennens Regen bekommen. Allerdings wirklich nur ganz am Ende. Also wenn wir Glück haben, dann kommt der Regen vielleicht gar nicht oder erst so spät, dass das keinen Unterschied mehr macht. Wir kommen den letzten paar Kurven auf unserer ersten fliegenden Runde hier in Q1 entgegen. Die war ganz in Ordnung. Ich hoffe mal, dass immerhin das erste Qualifying im Gegensatz zum letzten Mal in Zandvoort kein Problem für uns wird. Come on, letzte Kurve. Das war in Ordnung. Das DRS geht auf und dann... Ja, ist das nicht überragend, aber okay, wir schlagen immerhin ein paar Leute. Boah, aber gut ist auch das nicht. Wir sind 1,8 Sekunden schon wieder hinter Russell. Ne, hinter Verstappen ist das sogar diesmal auf dem ersten Platz. Da müssen wir wahrscheinlich sogar nochmal rausfahren. Das darf doch nicht wahr sein. Wir haben jetzt noch genau Zeit für eine fliegende Runde und die muss passen. Ansonsten blamieren wir uns erneut und fliegen zum zweiten Mal in Folge im besten Auto in Q1 raus. Das darf nicht passieren. Es sieht aber so aus, als hätten wir dem Druck ganz gut standgehalten. Die Runde war viel besser. Ich habe wirklich versucht, da alles reinzuhauen, um ein erneutes Ausscheiden hier in Q1 zu verhindern. Lol, was war das denn? Das ist irgendwie fast mein Spiel abgestürzt oder so. Platz 9, Mann, let's go. Das war so wichtig. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und auch auf der Runde waren noch ein paar Fehlerchen dabei. Also, wir sind so mehr oder weniger da. Zwar immer noch ein ganz schönes Stückchen langsamer als Verstappen an der Spitze, aber das kann sich schon mal sehen lassen. Damit bin ich echt zufrieden und ich bin echt erleichtert, dass wir es vermeiden konnten, erneut hier in Q1 rauszufliegen. Das wäre so erbärmlich gewesen. Und hätte mich sehr geärgert, aber das war echt eine ordentliche Runde. Ich habe wirklich alles gegeben. Ich wollte das um jeden Preis vermeiden. Und da wäre auch noch mehr Zeit drin gewesen. Wir hatten ein paar ziemlich große Verbremser, die auf jeden Fall Zeit gekostet haben. Also da geht sogar noch mehr, was ein gutes Zeichen ist. Hamilton schlagen wir mit der Runde sogar. Also Hamilton, ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht seine Karriere beendet nach der Saison. Weil der ist wirklich überhaupt nicht gut drauf. Auch in der letzten Saison ja schon nicht. Was aber kein Wunder ist. Ich meine, wir sind in der sechsten Saison. Das heißt, der ist hier im Spiel bei uns irgendwie 42 oder so mittlerweile. 41, 42, irgendwie sowas. Von daher ist das kein Wunder, dass er natürlich ein bisschen an Pace einbüßen musste. Okay, weiter geht's mit Q2 und mal schauen, was da drin ist. Eigentlich wäre Spanien, glaube ich, auch eine gute Strecke, um das zweite Qualifying auf den Mediums zu bestreiten, aber
dafür haben wir, glaube ich, nicht die Pace. Und ich möchte nicht hier in Q2 rausfliegen. Ich will wirklich endlich mal wieder ein gutes Qualifying haben. Das ist schon eine Weile her. Und von daher gehen wir gleich auf den Softs raus, geben einfach alles, was irgendwie im Auto steckt. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, das reicht für Q3, aber ich bin da guter Dinge. Oh, bitte, das war echt volle Attacke. Ich habe alles reingehauen in diese Runde. Das DRS geht auf. Ich glaube, das war gut. Bitte. Ja, Mann. Immerhin, Alter. Let's go. Es geht doch. LOL. Russell ist draußen. George Russell scheidet aus im ersten Qualifying. Hier hat es mit den Mediums probiert. Und ich habe ja gesagt, dass das riskant ist. So eng wie das Feld beieinander ist. Verstappen hat es aber komischerweise geschafft. Und das locker. Ganz, ganz locker auf dem zweiten Platz. Boah, was eine Ansage von ihm. Und somit steht er, glaube ich, auch für das Rennen echt gut da. Auch Kwiat hat es probiert auf den Mediums, genauso wie Russell. Der hat es allerdings ebenfalls nicht geschafft. Ganz, ganz interessantes Q2 hier. Und wir kommen weiter. Wir schlagen unseren Teamkollegen mal im Qualifying. Das muss das erste Mal sein, oder? In der Saison, wenn ich mich nicht irre. Das ist auf jeden Fall cool. Klar, wäre er auf den Softs gefahren, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Aber hey, das hat er nicht getan. Und seht mal, wie knapp das hier ist. Das sehe ich ja jetzt erst. Wie viele sind bitte 8 Zehntel hinter dem Führenden? 1, 2, 3, 4, 5 Fahrer sind innerhalb von 1/10. Da muss gleich echt alles passen in Q3. Und dann ist ein richtig gutes Ergebnis möglich. Ja, Mann, das war gut. Komm schon, zeig mir das Top-5-Ergebnis, bitte. Das muss für sowas gereicht haben in der Gegend. Das war sogar richtig stark, oder? Bilde ich mir ein. Boah, let's go, Mann. Startplatz 4, Alter. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin. Natürlich könnte man sagen, dass wir im besten Auto noch weiter vorne sein müssen. Und das stimmt auch, aber nach der Leistung, die wir beim letzten Mal gebracht haben in Zandvoort, ist das schon mega. Wir starten Vierter und dort waren wir, was, 17. oder so. Von daher bin ich damit mehr als zufrieden. Und Verstappen, der hat echt Bock hier an dem Wochenende. Der hat richtig Bock, hat es ja mit den Mediums schon deutlich oder ganz locker rausgeschafft aus Q2 und steht jetzt auch auf der Pole 6 Zehntel einfach mal vor uns und 3 Zehntel sogar vor Leclerc. Und das, obwohl der Red Bull ja gar nicht mal so stark ist, haben wir vorhin gesehen. Und Albon unterstreicht das, auch der war verdammt stark. Erstmal, um uns wirklich freuen zu können, müssen wir aber die gute Leistung aus dem Qualifying jetzt auch hier im Rennen bringen. Ich meine, im Rennen gibt es die Punkte, das bringt nichts, wenn wir im Qualifying gut sind und im Rennen dann ausscheiden oder was weiß ich.
Und ich muss auch sagen, das ist echt ein cooles Gefühl, vor einem Rennen überhaupt nicht zu wissen, wer es gewinnen wird. Verstappen ist natürlich ein heißer Kandidat, klar, der war im Qualifying jetzt stark und startet auf den Mediums. Aber das muss nicht sein, dass er gewinnt. Das könnte auch Albon gewinnen im zweiten Red Bull. Leclerc, der direkt vor uns startet hier in der Startaufstellung. Wir könnten es gewinnen. Vielleicht auch Russell, der nicht so weit hinten ist und auch auf den Mediums startet. Das wird echt spannend zu sehen sein. Schauen wir direkt mal auf die Rennstrategie. Vorgeschlagen wird uns da eine 2-Stop. Ich denke aber mit dem guten Reifenverschleiß, den wir haben, also der ist ja fast nicht vorhanden, seit unser Auto da voll geupgradet ist, können wir auf jeden Fall eine 1-Stop machen. So vielleicht halt mit Soft-Hard. Natürlich müssen wir den ersten Stop dann auch ein bisschen später machen und den dritten Stint würde ich am besten entfernen, aber das kriege ich gerade nicht hin. Das ist manchmal ein bisschen komisch hier. Aber auf jeden Fall möchte ich gerne auf Soft starten und dann auf die harten Reifen gehen oder vielleicht sogar, wenn es ganz perfekt läuft, auf die Mediums und mit denen dann durchfahren, aber ich glaube, das wird schwierig. Eine Soft-Hard-Strategie sollte aber auf jeden Fall gehen. Unser Reifenverschleiß ist da wirklich ganz, ganz gering. Von daher sehe ich da eigentlich keine Probleme. Gehen wir direkt an den Start beim vierten Rennen der Saison. Ich bin mega gespannt. Freue mich richtig drauf zu sehen, was hier passieren wird. Benzin stellen wir noch ein. Und dann geht es auch schon direkt los hier in Barcelona. Wir brauchen eine gute Leistung. Wir müssen endlich mal wieder gute Punkte holen. Ich hoffe, es gelingt uns heute. Let's go. Da kommen die 5 roten Lichter und es geht los, hier beim großen Preis von Spanien. Boah, Albon mit einem Raketenstart da direkt neben uns. Wir kommen aber auch nicht so schrecklich weg. Das war in Ordnung, wir wurden zumindest noch nicht angegriffen. Vorsichtig jetzt. Ja, nicht das gute Qualifying jetzt schon kaputt machen, Alter. Da würde ich mich in Grund und Boden ärgern, wenn man das so sagen kann. Verstappen ist da vorne am Fighten gegen Leclerc um die Führung dieses Rennens. So wie es aussieht, behauptet sich Max aber da vorne. Ich bin mal gespannt, was für eine Pace der jetzt haben wird in diesem Anfangsstint. Der sollte ja nicht ganz so schnell sein. Oh ja, und das zeigt sich auch. Leclerc setzt sich da richtig schön durch außen. Ich hoffe, dass auch wir vielleicht davon profitieren können, dass die da so am Fighten sind. Leclerc verliert sein Auto leicht und muss Verstappen ziehen lassen. Interessanter Start da vorne. Für uns war es relativ ruhig, aber auf keinen Fall schlecht. Das kann sich, glaube ich, sehen lassen. Boah, Albon mit einem riesen Quersteher hier im letzten Sektor. Das Überholen hier in Spanien ist ja so eine Sache. Aber wenn wir eine gute Pace haben, dann kann das auch auf so einer Strecke gelingen. Zum ersten Mal haben wir jetzt das DRS auf Albon. Der konnte sich aber schon so ein bisschen absetzen. Wenn wir Glück haben, haben wir das gleich nochmal auf der Stadtzielgerade. Und Albon vielleicht nicht auf Leclerc. Und dann könnte das mal reichen für einen Angriff. Mal sehen, gut rauskommen hier aus der letzten Kurve. Das sieht nicht so verkehrt aus. Das DRS geht auf. Albon hat es tatsächlich nicht auf Leclerc. Top Speed, ja, der ist sehr gut. Reicht das für einen Angriff da in die erste Kurve hinein? Wir müssen es probieren mit so einem Überschuss. Aber nein, Albon kann spät bremsen und bleibt nochmal vor uns. Alternative Strategie von Jeff, der ist nicht so überzeugt von dieser Ein-Stop-Idee. Ich aber schon, wenn das klappt, kann das echt gut werden und das gibt es nicht. Max Verstappen scheidet aus, in Führung liegend. Nach so einem überragenden Wochenende, da macht der Motor einen Abgang. Boah, tut mir leid für ihn, aber für uns ist das nicht so schlecht. Das erhöht unsere Siegchancen sogar nochmal um ein bisschen, finde ich. Oder auf jeden Fall sogar. Verstappen war da mit Abstand der Top-Favorit auf den Sieg in diesem Rennen. Das ist ganz interessant jetzt. Was mir aber ehrlich gesagt weniger gefällt, ist, dass Leclerc dadurch jetzt die Führung dieses Rennens übernommen hat. Und der ist ohnehin ja schon Erster in der WM. Das ist nicht unbedingt geil. Da hätte ich lieber Verstappen vorne gesehen. Leclerc da vorne geht schon rein. Das habe ich fast schon erwartet. Auch unsere geplante Boxenrunde wäre ja so um den Dreh gewesen. Wir müssen aber noch ein paar Runden machen, um diese Einstop wirklich schaffen zu können. Oh, haben jetzt aber ein Problem gegen Sainz, der verdammt stark unterwegs ist hier bei seinem Heimrennen. Zieht vorbei auf der Stadtzielgerade, können wir nochmal kontern. Innen vorbei, ja, kein Fehler machen jetzt und dieses gute Rennen wegschmeißen. Ja, Mann, wir halten nochmal dagegen gegen Sainz. Das hat mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht, dass der da ankommen konnte auf einmal, aber der macht das richtig stark. Ich frage mich, ob wir gut dabei sind mit dieser Einstop. Die wird echt schwer in diesem Rennen mit den Softreifen. Wenn wir das aber schaffen und alle anderen Jungs hier um uns herum eine 2-Stop machen, dann könnte das nicht so verkehrt sein. Was sagen denn diese Softreifen? Knapp 40% vorne links. Das geht schon noch. Also ein paar Runden machen die auf jeden Fall noch und dann gehen wir halt auf die harten Reifen, würde ich vorschlagen, und probieren unser Glück. Was haben wir schon zu verlieren? Obwohl, zu verlieren haben wir schon was, aber ihr wisst, wie ich das meine. Wir könnten halt das Rennen gewinnen, wenn wir die Einstop schaffen. Wenig überraschend kommt auch Albon jetzt rein, genauso wie Sainz dahinter. Wer ist da noch draußen geblieben von den Jungs? Perez, glaube ich, im Renault, oder? Ja, der konnte nicht an die Box, weil Ocon, sein Teamkollege, reingekommen ist. Das gleiche gilt auch für noch irgendjemanden, für Norris, genau. Der Teamkollege von Sainz ja ist. Okay, wir übernehmen zum ersten Mal in diesem Rennen die Führung.
Wie lange machen das diese Softreifen mit? Das ist jetzt die große Frage. Ich vermute mal, dass auch Perez und Norris jetzt reinkommen werden, die restlichen von den Softstartern, die noch nicht drin waren. Genau so ist es. Eine Runde nach deren Teamkollegen kommen auch die beiden an die Box und somit haben wir jetzt George Russell direkt hinter uns, der auf den Mediums gestartet ist und auch eine Einstopp machen wird, da bin ich mir sehr sicher. Das ist auf jeden Fall eine Gefahr für uns in dem Rennen. Boah, vor allem ist der nur knapp 2 Sekunden hinter uns und das, obwohl der 10. gestartet ist. Ach du Scheiße, ist der schnell. Okay, Runde 10 von 33. Auch für uns wird es jetzt Zeit für den Boxenstopp, bevor Russell da noch irgendwie anfängt, uns anzugreifen, was wahrscheinlich in der Runde schon passieren würde, weil der einfach viel schneller ist mittlerweile mit seinen Mediums als wir mit diesen abgenutzten Softreifen. Wir kommen jetzt, wie schon angesprochen, rein für einen Satz der harten Reifen. Und dann schauen wir mal. Wir versuchen einfach mit dem zu Ende zu fahren. Ich denke, das geht auch. Das sind nur noch 23 Runden. Das sollte schon gehen mit einem Satz der harten Reifen. Ob es schneller ist als eine 2-Stop, keine Ahnung. Das werden wir halt dann am Ende am Ergebnis sehen. Guter Stop jetzt erstmal von unseren Jungs. Und dann bin ich mal gespannt, wo wir rauskommen werden. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen gerade. Kommt schon, gebt euch Mühe. 2,5, ja, das ist nicht geil, aber auch nicht scheiße. Und wir kommen raus auf Platz 9. In ziemlich viel freier Fahrt, das ist cool. Oh lol, Albon ist hinter uns. Den haben wir überholt dadurch, dass wir länger draußen geblieben sind, oder? Oder bin ich jetzt gerade dumm? Nein, nein, Albon war auf jeden Fall vor uns. Da muss irgendwas schiefgelaufen sein bei seinem Boxenstopp. Ich meine, seht mal, wo Leclerc ist. Der ist 8 Sekunden vor uns und Albon 5 Sekunden hinter uns. Und die waren fast direkt hintereinander vorhin. So langsam sind wir dran am Alfa Romeo von Giovinazzi. Ich hoffe, das wird kein größeres Problem, da vorbeizukommen. Zeit verlieren dürfen wir nämlich nicht mit dieser Strategie. Wir werden dann nämlich wahrscheinlich, wenn alle ihren Stopp machen, weit vorne sein, wenn nicht sogar in Führung. Aber werden dann halt gejagt werden von den ganzen Jungs auf besseren Reifen. Somit hoffe ich, dass Antonio uns hier keine Probleme macht. Reicht das vielleicht jetzt schon? Ah, nee, hier wird das schwierig. Und Regen in 10 Minuten, sagt Jeff gerade. Fuck, das habe ich fast schon vergessen, ehrlich gesagt. Das ist nicht unbedingt gut. Im Regen bin ich ja nicht so der Allerbeste. Ah, jetzt macht Giovinazzi uns hier echt Probleme. Vielleicht... Ey, das gibt es nicht! Dieses DRS, Mann, das fällt immer dann aus, wenn man es brauchen würde. Aber wir schnappen ihn uns trotzdem. Zum Kotzen. Wir sind am Anfang von Runde 15. Jetzt da sind einige an der Box, unter anderem auch Russell. Und der kommt leider vor uns raus. Mit harten Reifen, wird somit durchfahren können. Ein bisschen, der Regen wird da noch eine Rolle spielen. Aber wenn es trocken bleibt, könnte er durchfahren. Das habe ich aber leider schon befürchtet. Der war echt verdammt schnell in diesem ersten Stint schon. Das sieht aber, glaube ich, gerade nicht verkehrt aus mit einem KRT-Doppelsieg, dem ersten ja seit langem und dem ersten auch in dieser Saison. Das könnte echt gut und gerne passieren. Obwohl, ruhig bleiben, das Rennen ist noch lang, da kann noch eine Menge passieren in den 18 Runden oder so, die wir jetzt noch haben. Da kommen noch ein paar weitere zum Boxenstopp, die schnappen wir uns locker. Und jetzt muss nur noch Leclerc da vorne reinkommen oder der macht das ganz schlau und, ein bisschen weit draußen, scheiße, und fährt bis zum Regen durch. Das wäre clever, aber ich weiß nicht, ob er daran denkt. Oh, Norris ist draußen. Onboard mit dem McLaren. Da rollt er aus mit einem technischen Problem. Gibt das vielleicht nochmal ein Safety Car? Das würde das Rennen nochmal um einiges spannender machen, aber ich denke nicht. Was macht Leclerc da vorne? Ich kann das nicht einschätzen. Fährt er vielleicht ohnehin durch einfach mit diesen Medium-Reifen? Unabhängig davon, ob es regnet oder nicht. Das könnte auf jeden Fall passieren. So viele Runden haben wir nicht mehr. Albon da hinter uns kommt auf jeden Fall rein. Das ist natürlich ganz intelligent jetzt. 5 Minuten bevor es regnen soll. Also sein Rennen ist schon mal gelaufen, würde ich vermuten. Schumacher ist auf einmal Fünfter. Ganz, ganz starkes Rennen von ihm. Das Beste auf jeden Fall, seit er bei Racing Point ist. Ich hoffe, der kann das zu Ende bringen. Das würde mich freuen. Deutet Albons Boxenstopp. Aber vielleicht darauf hin, dass auch Leclerc reinkommt. Er tut es tatsächlich. Und somit haben wir hier gleich in diesem Rennen eine KRT-Doppelführung. Zum ersten Mal in dieser Saison. Und das sieht auch wirklich gut aus. Das Einzige, was mir noch Sorgen macht, ist der Regen. Da sind wir nicht stark. Aber wir haben jetzt schon einen guten Vorsprung. Also, es sieht nicht schlecht aus. Boah, Mick ist jetzt sogar vorgerückt auf den 4. Platz. Dadurch, dass, ich glaube, Perez gestoppt hat. Was ein Rennen von ihm. Besiegt ist Leclerc aber noch nicht in diesem Rennen. Der hat gerade eine neue schnellste Rennrunde rausgehauen und ist nicht meilenweit hinter uns. Also, wir müssen schon noch konzentriert bleiben. Oh, es regnet, oder? Ja, der Regen ist da. Oh Gott. Und das 8 Runden vor Schluss. Das ist auf jeden Fall noch lang genug, um ordentlich nass zu werden. Das ist aber wirklich nur ganz, ganz leichter Regen. Und im Moment merkt man da zumindest beim Fahren noch nichts von. Wenn wir Glück haben, dann muss man gar nicht mehr auf Inters wechseln. Da hätte ich auf jeden Fall gar nichts dagegen. Also ich glaube, wenn das Spiel wollen würde,
dass wir nochmal auf Inters müssen, dann wäre das schon rutschiger jetzt, oder? Ich meine, das regnet jetzt auch schon seit zwei, drei Runden. Da gab es auch schon Rennen, da war das lang genug, um richtig nass zu sein. Und hier ist davon noch gar nichts zu spüren. Da hinten kommt sogar schon leicht wieder die Sonne durch, also es sieht gut aus. Damit, dass es hier trocken bleibt, oder zumindest trocken genug, um auf den Slicks weiterfahren zu können. Und dann steht unserem zweiten Platz hier auch fast nichts mehr im Wege. Das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, ist, dass Russell uns schlagen wird und das, obwohl der 10. gestartet ist. Das ist natürlich immer bitter, aber der war einfach klar stärker. Auch im Qualifying war der ja schon sauschnell. Hatte da halt ein bisschen Pech in Q2, aber unverdient ist das auf keinen Fall. Übrigens ist jetzt schon fast klar, dass wir keinen vierten verschiedenen Sieger im vierten Saisonrennen sehen werden. Sowohl Russell hat ja schon ein Rennen gewonnen, als auch wir, als auch Leclerc. Und ja, wir drei sind hier gerade die drei Ersten in diesem Rennen. Ich rechne einfach mal nicht damit, dass sich daran noch großartig was ändern wird. Schade eigentlich, weil das echt ein cooler Rekord gewesen wäre, so vier verschiedene Sieger in vier Rennen zu haben. Verstappen hätte da, glaube ich, echt eine gute Chance gehabt, aber dem hat ja sein Motor einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ah, Leclerc kommt hier aber für meinen Geschmack ein bisschen zu nah an uns ran. Das sind nur noch 3 Sekunden und wir haben noch 3 Runden nach dieser hier. Der kann da schon gut und gerne nochmal rankommen. Und die Pace ist auch gerade nicht mehr überragend. Wir haben diese harten Reifen schon lange am Auto. Und Leclerc kommt da halt an mit viel frischeren Mediums. Das wird nicht leicht, den hinter sich zu halten. Ah, so langsam merkt man aber, dass es ein bisschen rutschiger wird. Vorsichtig nochmal in diesen letzten beiden Runden. Ich will diesen Doppelsieg jetzt ja nicht mehr hergeben. Oh, wir stauben uns sogar das DRS von Latifi ab. Das wird helfen. Was aber nicht helfen wird, ist, wenn der jetzt keinen Platz macht. Doch, macht er sogar. Vielen Dank. Gleich sind wir in der letzten Runde. Und Latifi hält Leclerc sogar so ein bisschen auf. Das ist natürlich extrem gut. Somit wird er jetzt nicht das DRS auf der Startzielgerade bekommen. Wäre Latifi da nicht im Weg gewesen, dann hätte das echt knapp werden können gegen Leclerc. Aber so sieht es gut aus. Zum vorletzten Mal in diesem Rennen geht's durch die letzte Kurve. Wir beginnen die letzte Runde dieses Rennens. Und das sieht schon gut aus. Wenn wir jetzt keinen Riesenfehler machen, dann gehört dieser zweite Platz uns. Auch wenn wir natürlich nochmal voll konzentriert bei der Sache sein müssen. Leclerc ist schnell und auf frischeren Reifen. Ja, jetzt nicht zu viel wollen beim Rausbeschleunigen oder ähnliches. Da riskiert man leicht mal irgendwie so einen halben Dreher. Und das könnte schon reichen, um Leclerc vorbeizulassen. Komm schon, Mann. Zum letzten Mal in diesem Rennen müssen wir diese Kurven hier meistern. Unter schwierigen Bedingungen und unter riesigem Druck vom WM-führenden Charles Leclerc. Komm schon. Hierdurch noch einmal. Solche schnellen Kurven sind vor allem ein Problem jetzt unter diesen Bedingungen, wie ich finde. Leclerc kommt ran, aber das reicht nicht. Da brauchen wir uns gar nicht stressen lassen. Das reicht nicht für einen Angriff. Vorsichtig auch nochmal jetzt in diesem langsamen Sektor. Ja, zum Ende hin ist der Regen echt nochmal stärker geworden. Stärker geworden nicht, aber klar, irgendwann, wenn es die ganze Zeit regnet, dann wird es auch mal rutschiger. Es ist aber immer noch in einem machbaren Rahmen auf jeden Fall. Schikane noch ein letztes Mal. Boah, das war überhaupt nicht gut und überhaupt nicht schnell. Knapp wird es nochmal. Russell gewinnt das Rennen. Das steht fest. Kommen auch wir auf dem zweiten Platz über die Linie? Ja, Mann. Wir haben es geschafft. 18 Punkte. Richtig starkes Wochenende und auf jeden Fall 1000-mal besser als beim letzten Mal in Zandvoort. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für sie gelohnt hat. Da ist das Ding also endlich mal wieder ein Doppelsieg für unser Team. Das letzte Mal ist uns das in, wo, vielleicht in Mexiko gelungen in der letzten Saison oder so. Auf jeden Fall ist das schon eine Weile her und das ist auch der erste Doppelsieg in der neuen Saison. Russell, der zeigt so langsam das, was ich von Anfang an schon von ihm erwartet habe. Der zweite Sieg in Folge war das jetzt schon für den jungen Briten. Das wird schwer, den in Schach zu halten in dieser Saison. Leclerc schlagen wir immerhin, machen somit ein bisschen Punkte gut auf den WM-Führenden. Obwohl ich mir gar nicht so sicher bin, ob Russell da nicht langsam vorne ist. Das können wir ja direkt nachschauen. Schumacher möchte ich noch hervorheben, der ein starkes Rennen gemacht hat. Genauso wie fast alle Einstopper eigentlich. Also die Einstopper auf jeden Fall eine sehr gute Strategie. Das hier ist halt mal wieder echt. Der kommt einfach nicht mehr in Fahrt hier, Lewis. Das tut mir fast ein bisschen leid für ihn, muss ich sagen. Falls euch langweilig ist, könnt ihr ja gerne mal nachschauen, wann der letzte Sieg von Hamilton war hier in der MyTeam-Karriere. Das ist ewig her. Also wirklich ganz, ganz lange. Vielleicht sogar war das in der vierten Saison oder so. Was schon krass ist, wenn man bedenkt, dass das Hamilton ist und dass der die ganze Zeit ja in einem starken Mercedes war. Fahrer-WM?
Ja, wir kommen näher ran an Leclerc, aber Russell kommt auch näher ran an uns. Ist noch nicht ganz vorbei, aber das sind nur noch mickrige 3 Punkte. Boah, 1 Punkt hinter Russell lauert aber auch schon Albon. Stellt euch mal vor, was gewesen wäre, wenn Verstappen hier nicht ausgeschieden wäre. Dann wäre er sogar auch nochmal näher dran. Das wird echt spannend. Konstrukteurs-WM, dort übernehmen wir jetzt die Führung sogar nach diesem Doppelsieg. Let's go, 25 Punkte haben wir sogar direkt Vorsprung vor Red Bull. Und das war's dann auch schon von dieser Folge der MyTeam-Karriere. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder in Monaco. Da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.